Also unbedingt das Haus der Weisheit auf. Das Wunschspiel und der Schützling. Ah, sagt mir tatsächlich gerade nichts. Aber man kann auch, glaube ich, gar nicht alles kennen. Was ich auf jeden Fall nochmal lesen möchte, ich weiß nicht, hat das von euch schon jemand gelesen? Von Stephen King, der Todesmarsch? Jetzt haben wir alle Aussichtspunkte. Wupp, wupp. Hier ist die Geschichte aus Bagdad. Ich würde mir gerne das Bild angucken. Habe ich nicht gelesen, habe nur Christine gelesen, war gar nicht meins. Von Stephen King, der hat ein Buch, das heißt Christine? Kenne ich nicht. Also ich habe von Stephen King S gelesen und Sie. Sie fand ich ganz schlimm. S war halt S. Das war für mich so, und man muss es halt gelesen haben. Ich würde aber gerne Der Todesmarsch lesen. Und ich habe Friedhof der Kuscheltiere noch hier stehen. Ja, aber Der Todesmarsch, das interessiert mich irgendwie. Das Buch habe ich daheim irgendwo mal als Preismängelexemplar mitgenommen, weil es interessanter klang als andere King. Ja, ich finde, das klingt halt echt cool. Also, es klingt grausam, aber cool. Das werde ich auch irgendwann mal lesen. Das Problem ist, das ist halt schon ein bisschen älter. Das heißt, in der Buchhandlung hier bei uns gibt es das nie. Ich müsste das halt hier vorbestellen. Oder halt direkt online bestellen. Oh, wir können das Schwert verbessern. Das können wir noch schnell machen. Dann habe ich nämlich auch eine Waffe auf volle Kanne gelevelt. Hatte von King der Talisman angefangen, aber ewig für 100 Seiten gebraucht. Interessant, ja, aber so ätzend geschrieben, voll nicht meins. Also ich muss auch zugeben, ich habe bei S irgendwann auch quer gelesen, ja? S hat ja 1200, 1300 Seiten, irgendwie so. Und ich habe irgendwann nur noch quer gelesen, weil die Geschichte an sich kannte ich ja. Durch die Filme, also durch den Film, / die Filme. Man muss Stephen King, glaube ich, auch mögen vom Schreibstil her. Aber ich dachte mir jetzt so nur beim Todesmarsch, das Buch ist ja doch dünner, dass es da vielleicht... Irgendwie ist mein Kompass hier oben kaputt, oder? Es zeigt mir das jetzt doppelt an. Den Händler. Ach, ich bin auch doof. Ich muss nicht zum Händler, sondern zum Schmied. Obwohl, ich kann beim Händler noch meine Sachen auffüllen. Frieden, Sadiq. Schön, dich zu sehen. Schauen wir mal, was du hast. Bitte, sei mein Gast. Mädchenlesegeschmack. Ich habe auch Mädchenlesegeschmack. Vorzügliche Wahl. Aber manchmal so ein bisschen Krimi-Thriller ist schon ganz nett.
Verfügbar das alles? Auf ein andermal. Beehre uns wieder. Lila Esel. Und tatsächlich habe ich jetzt erst, obwohl ich schon mein ganzes Leben lang lese, habe ich jetzt erst angefangen, wieder so, also was heißt wieder, so Richtung Fantasy zu lesen. Und das nur dank Susi. Also Susi hat nicht nur so einen Mädchengeschmack. Nein, so, du kannst auch nichts dafür, dass da in jedem Buch umgepimpert wird. Hast du dir ja auch nicht ausgesucht. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Was hast du da? Bitte, sieh dich gründlich um. Sie sagt, schön dich zu sehen, sie guckt verpiss dich, ja. Ich habe ein Händchen für scharfe Dinge. Abgemacht. Noch eine Trophäe. Brauchst du etwas Spitzeres? Sonst noch etwas? Ich muss aufbrechen. Dann auf bald. Aber ich glaube, was ich zum Beispiel aktuell, also was ich noch nicht so fühle zu lesen, ist zum Beispiel Markus Heitz. Markus Heitz war doch der mit die Zwerge, die Elfen. Ne, das war Markus Heitz. Da zum Beispiel, das finde ich, ist mir noch zu hoch. Das ist mir zu High Fantasy, Science Fiction oder was auch immer das für ein Genre ist. Aber da würde ich zum Beispiel jetzt noch nicht ran. Komm. Oh, Markus heißt die Zwerge, Bernhard Handy. Da kennt sich jemand aus. Ja, aber da, wie gesagt, da komme ich noch nicht so ran. Darf ich hier auch mal wieder Skillcheck machen, bitte? Ich vermisse meine Skillchecks. Ich habe das Gefühl, bei Skillchecks gibt es halt mehr Loot. Besseren Loot. Okay, aber mein Controller-Akku lässt nach. Chat. Was tun wir? Ich würde tatsächlich sagen, wir machen am Donnerstag weiter. Und hier sind wir nützlich. Oder? So lange. Ich habe gerade auf Story nicht mehr so Bock. Entschuldigung. Ich würde hier so Donnerstag weitermachen. Je nachdem, wie schnell das hier geht, kriegen wir hier vielleicht das schon gut voll. Was sagt er? Wollen wir das so machen? Vielleicht können wir auch noch irgendwann ein paar Nebenquests machen. Ich muss ja 10 Stück machen für die Trophäe. Und hier kriege ich dann halt auch noch genügend Bauteile für die letzten Verbesserungen von meinen Hilfsmitteln. Dann können wir die Trophäe auch machen.
Oh. Owen sieht nicht so glücklich aus. Aber tatsächlich, glaube ich, bin ich jetzt für Story schon zu durch heute. Deswegen macht es mehr Sinn, da am Donnerstag weiterzumachen. Und Skillpunkte, genau. Ich muss hier ja auch noch alles fertig leveln. Ich brauche jetzt noch 2, 7, 11, 15, 18, 22 Fertigkeitspunkte. Ja. Wir müssen auch alle Artefakte sammeln, glaube ich. Wir müssen da wie komplett bedienen. Ich habe jetzt schon 6. Brauche ich jetzt 9 oder 12? Ich weiß es gar nicht mehr. Davish nimmt jetzt nur noch, wenn ich alle restlichen zusammen habe. Ich glaube, es fing an mit 3, dann 6, jetzt 12. Oder 9. Sind es insgesamt 18? Ich weiß es gerade nicht. Aber die müssen wir auch alle noch sammeln. Für Davish. Wir könnten auch noch Rätsel lösen. Das hier zum Beispiel. Rätsel könnten wir noch machen. Die müssen wir aber nicht lösen. Bei den Rätseln reicht's, wenn wir die finden. Also die Rätsel an sich. Ja. Genau. Nee, das ist nicht das, wo ich vorhin war, Susi, leider nicht. Ich weiß nicht mehr, wo genau dieser Palast war. Das ist aber nicht der, wo ich gerade war. Ja, guck mal, hier ist Wasser. Dann ist hier ein Tor. Da geht ein Fluss lang. Ich war hier schon mal. Das weiß ich ganz genau, dass ich hier schon mal war. Ich glaube sogar mit einer Quest oder einer Nebenquest. Aber ich weiß nicht mehr, wo das Ding hier ist. Weil ich fand, das sah da auch richtig schön aus. Das war so hügelig. Ich weiß auch nicht mehr, ob das hier in der runden Stadt war. Es muss ja irgendwo sein, wo ein Fluss durch das Tor geht. Weiß noch, wo es war. Hier! Ich habe die Eselskuppel gefunden. Hier ist der Schatz. Das müsste es sein. Ich denke zumindest, dass es das jetzt hier ist. Wir gehen mal kurz an dem Teich gucken. Capture Card. Kriege dich ein. Du ruckelst gerade so doll. Thank you.
das jetzt der Teich oder der hier unten? Vielleicht ist das doch nicht hier. Vielleicht habe ich nur gedacht, dass das hier ist. Weil... Oh, Capture Card. Streichelt die Capture Card. Ja. Jetzt hat sie es gerade wieder gefangen. Aber hier ist doch das Becken. Also, das Becken ist hier. Und eigentlich war es doch hier unten dann. Das Problem ist, hier oben, hier sind keine Teiche, oder? Ich glaube, die Capture Card hat immer Probleme, wenn ich aus dem Menü wieder rausgehe. Genau, hier ist das Becken. Treppe runter. Durch die Tore. Dann links rum an einem Pavillon vorbei, an einem Teich. Ja, immer wenn ich aus dem Menü rausgehe. Treppe runter. Um die Kurve. Hier ist ein Pavillon. Hier ist ein Teich. Hier, das ist doch. Ein Talisman. Ich dachte tatsächlich trotzdem zwischendurch, dass... Nee, das sieht nicht schön aus. Dass ich falsch war. Vor allem das Tja von Owen hat mich tatsächlich verunsichert. Ja, und dann haben wir hier noch... Hier ist ein Texträtsel, hier ist das. Das habe ich noch nicht so ganz gedeutet. Dann ist hier noch ein Texträtsel und hier ist nochmal so eine Zeichnung. Das sieht halt aus wie irgendwo am Hafen. Aber es gibt ja mehrere Häfen. Ich mag die Vögel, wie die gezeichnet sind. So würde ich die auch malen. Aber das hier ist schon krass, ne? Ich meine, dieses Dreieck wird irgendwas zu bedeuten haben. Das sieht halt aus wie eine alte Ruine. Das ist ein toter Baum in der Wüste wahrscheinlich. Aber was ist das hier? Ist das eine Fledermaus mit Haaren? Und das ist ein Pferdeschädel? Oder so? Es ist Batman. Die Zeichnung hat mich Nerven gekostet. Die hier oder die andere, die am Hafen? Ja, bestimmt die hier, oder? Also ich habe es auch noch nicht so ganz gedeutet. Und warum ist hier noch ein Auge? Also das habe ich mir angeguckt, als ich es gefunden habe und gedacht, nee. Die andere... Ich habe mich noch nicht so richtig damit befasst, aber hier ist auf jeden Fall gequalmt. Entweder ist es ein abgebranntes Dorf oder es qualmt dort einfach nur. Und das hier ist tatsächlich ein Löwe oder irgendein anderes gefährliches Tier. Wahrscheinlich das, gegen das ich kämpfen muss für die Trophäe. Weil ich muss gegen irgend so ein Charikar irgendwas kämpfen. Weiß nicht, ob das hier sein soll.
Aber es ist halt, sieht aus wie an einem Hafen, weil hier sind auch Fische. Ja. Und dann sind halt hier noch so Texträtsel. Aber das können wir auch mal im Chat machen, wenn ihr Lust habt. Können wir noch zusammen ein bisschen rätseln. Oh. Und es gibt ja auch noch Rätsel, die ich noch gar nicht eingesammelt habe. Vielleicht ist da auch noch was Cooles dabei. Das ist ein Batopus. Eine Mischung aus Batman und Octopus. Ja, vielleicht. Aber cool, habe ich das Ding doch noch gefunden. Yay, also wir sind ein bisschen vorwärts gekommen. Voll gut. So, 27 Stunden. Zu kompliziert gedacht, darauf kann ich nicht spoilerfrei antworten, also maybe. Das Gute ist ja, ich weiß jetzt, wen ich fragen kann, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme. Also falls du da bist. Wenn du natürlich keine Zeit hast, dann geht's natürlich nicht, aber... Ja. Cool. Dann machen wir das jetzt aus.